So, hallo zusammen. Willkommen zum Market Roundup. Heute alleine. Carlos im Urlaub, Christoph im Urlaub. Dementsprechend gibt es heute Market Roundup. Mich alleine. Ich hoffe, wir haben trotzdem einen guten Market Roundup. Wie immer, Fragen gerne stellen, rechts im Chat. Bis dahin starten wir direkt rein. Wir hatten eine aufregende Woche hinter uns, kann man sagen. Einiges an Themen. Zinserhöhungen haben wir, Zinsgipfel aber auch in Sicht. Also da scheint sich's gerade so einzupendeln und alle hoffen eigentlich, dass es das jetzt erstmal war mit den Zinserhöhungen. Dann haben wir Stimulus im Reich der Mitte, kann man sagen. China plant da etwas, plant Konjunkturimpulse, versucht also ihren Markt oder seinen Markt wieder in Schwung zu bringen. Und ja, was da so genau hintersteckt, ist zwar nicht klar, hat aber den Markt gestärkt. Wir werfen einen Blick auf die Quartalszahlen. Wir haben also die wichtigsten rausgesucht. Man muss sagen, es waren so viele, sowohl positive als auch ein paar negative, dass nicht alle mit dabei sein könnten. Aber wir werfen doch auf einen Blick auf 8 Stück. Und wir werfen heute einen Blick auf Visa. Die haben ja auch jüngst Quartalszahlen vorgelegt, die wieder positiv waren. Also auf einem stetigen positiven Pfad das Unternehmen. Und ja, da werfen wir auch einen Blick drauf. Starten wir direkt rein und werfen einen Blick auf den DAX. Und ja, ihr kennt das Spiel. Wir haben hier wieder den neuen höheren Hochpunkt erreicht hat und damit wieder ein Allzeithoch. Gestern dann zum ersten Mal über 16.500 Punkten. Das heißt, dort wird antizipiert, ja, Zinserhöhungen waren es erstmal für die Zukunft. Man rechnet also wieder damit, dass der Aktienmarkt auch langfristig in Schwung bleibt. In den USA gab es ja am Mittwoch zuerst die Zinserhöhung, dann Donnerstag von der EZB und das sieht man auch im Wochenchart. Also hier sieht man wirklich diese Treppenstufen. Mittwoch auch so eine kleine Unsicherheit, aber dann mit der Entscheidung der EZB und auch den Kommentaren danach, dann dieser positive Impuls. Der Refinanzierungssatz jetzt bei 4,25%, die Einlagenfazilität bei 3,75%, also auf hohen Niveaus zumindest, was so die letzten 10 Jahre betrifft. Und dementsprechend der DAX mit einem positiven Impuls und das trotz ja einiger negativen Meldungen rund um das Thema Bruttoinlandsprodukt, Entwicklung in Deutschland. Da ist man momentan ja eher ein bisschen skeptisch, muss man sagen. Und ja, da muss ist der DAX eigentlich so ein bisschen dran vorbeigeschlittert. Ihm war das mehr oder weniger egal. Das wurde auch noch getrieben durch andere positive Quartalszahlen. Und ja, somit haben wir hier eigentlich ein weiterhin positives Momentum. Ebenfalls positiv hat man gesehen, war das Ganze in den USA. Also auch dort haben wir diesen positiven Trend in der Woche gesehen. Vielleicht ein bisschen verhaltener als in den Wochen davor. Allerdings in Summe dann doch irgendwie in den ja, rundes Ergebnis und das sieht man auch hier mit dem Momentum am Mittwoch und am Donnerstag. Vorher noch so ein bisschen Marktunsicherheit, wenig Bewegung und dann diese positiven Impulse. Die Fed jetzt nun bei 5,25 bis 5,5 in der Fed Funds Rate, also schon relativ hoch und da ist auch jetzt der gleiche Konsens. Keine Zinserhöhungen erstmal, es geht erstmal weiter. Die Inflationsdaten sind ja auch alle zurückgekommen, in anderen Ländern vielleicht noch stärker als hier in Europa, also in Deutschland. Allerdings ja, spielt die USA da immer mehr mit dem Gedanken, halt langfristig auf diese Zinserhöhungen zu verzichten. Und zusätzlich kamen, wie gesagt, positive Quartalszahlen mit dazu. 80% der Unternehmen haben nach dieser Woche, also wenn jetzt die Woche durch ist, dann auch berichtet. Und dementsprechend lässt sich dann schon ein gutes Bild rauskizzieren, ja, wie das Gesamtmarktbild Konsens der Unternehmensnachrichten aussieht. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf Asien und ich habe es gerade eben ja angesprochen. Es soll einen Stimulus geben und das sehen wir ganz gut in dieser Bewegung hier wieder beim Hang Seng und damit entsprechend auch dann doch beim Nikkei. Und der Konsens ist eigentlich das, was passieren muss und die Regierung hat das nochmal verdeutlicht. Es kommt was, aber man hat sich noch nicht so genau darauf festgelegt, was denn jetzt genau kommt. Die großen Technologiekonzerne haben es trotzdem nochmal bestätigt. Auch da hat man ja gesagt, es gibt Unterstützung aus der Regierung. Und das hat am Ende dazu geführt, dass es hier insbesondere zum Wochenende diesen positiven
Puls gab, aber auch im Verlauf der Woche. Beim Nikkei hat es natürlich auch dieser Zins, das Zinsende in den USA getrieben, auch die positivere Stimmung in China, aber auch so ein bisschen dieser Effekt, dass die Bank of Japan doch gesagt hat, ja, sie lässt so ein bisschen was die Regulierung raus, was die Anleihen betrifft, und hat so ein bisschen diesen 10-Jahres-Cap auf ihre eigenen Anleihen erhöht von 0,5 auf 1%. Ist jetzt noch kein Riesensprung, aber doch ein Riesensprung für die Bank of Japan, und damit lässt man ja dem Ganzen so ein bisschen mehr Raum zum Atmen, und das fand der Aktienmarkt in der Summe ganz gut. So viel zu den Märkten. Werfen wir noch einen Blick auf die Quartalszahlen. Und ich habe es gerade eben ja angekündigt, es ist einiges los gewesen in der Woche. Von großen Technologiekonzernen bis zu kleineren Unternehmen bis zu ja immer mal wieder spannenden Fakten rund um das Thema Quartalszahlen. Wir blicken einfach mal rein. Wir starten mit Tupperware von unserer Seite oder Tupperware. Man kann ja sagen, das Unternehmen hat eigentlich gesagt, ja, sie wissen gar nicht, ob sie überleben, in diesem Geschäftsmodell überleben und. Und das hat dann mal wieder für diese Kuriosität am Finanzmarkt, wie sie in den letzten Jahren irgendwie öfter gesehen haben, geführt. 76% ist die Aktie dann nach oben geschossen, und das war wieder so eine Art Short Squeeze, den es dort gegeben hat. Das heißt, sehr viel negative Positionen gegenüber dem Unternehmen, die dann durch sehr viele positive und sehr viel Volumen, das auch dann getätigt wurde, nach oben gedrückt wurden. Und ja, 76% spricht da, glaube ich, für sich. Ein bisschen weniger spekulativ, zumindest was das Thema Short Squeeze betrifft, war dann die Aktie von XPeng. Die hat davon profitiert, dass VW gesagt hat, sie ja, möchten mit dem Unternehmen zusammen zwei Automodelle bauen. VW hat sich dabei so einen Anteil von 5% gesichert, die dann 700 Millionen gekostet haben. Und 2026 sollen diese Modelle auf den Markt kommen. Die Aktie von XPeng, das ist ja ein chinesischer Automobilhersteller, die ist daraufhin um 39% nach oben geschossen. Die Aktie von VW, ja, die hat sich kaum bewegt, kann man so sagen. Die so -1, -2% im Tagesverlauf, da war man jetzt noch nicht so begeistert und möchte erstmal Beweise sehen, dass das wirklich dazu führt, dass man vielleicht wieder den Anschluss im Elektromarkt in China findet, weil das einer der größten Märkte für den VW-Konzern ist. Spotify, auch einer der großen Technologiekonzerne, die Zahlen vorgelegt haben, haben angekündigt, dass sie Preise erhöhen möchten. Eigentlich oftmals so ein positiver Effekt. Ja, allerdings hat man aktuell weiter den Verlust ausgeweitet und grundsätzlich hat man so ein bisschen Bedenken, dass eventuell Preiserhöhungen auch dazu führen könnten, dass die Abonnenten vielleicht verloren gehen. Es gibt ja einiges an Konkurrenz, was diese Musikstreaming-Dienstleister anbetrifft. Vielleicht nicht so große Unternehmen wie Spotify, die so eine breite Auswahl haben, aber doch viele kleine, und ja, da hat man einfach ein bisschen Angst, dass die Abonnenten abspringen könnten, zumal weil es in vielen dieser Länder, in denen jetzt die Preise erhöht werden, die erste Preiserhöhung überhaupt ist. Das heißt, dort hatte man seit Jahren immer die gleichen Preise. Ja, da ist man so ein bisschen skeptisch. Positiv war, dass man gezeigt hat, dass man weiteres Nutzerwachstum erzeugen kann. 27% sind die aktiven monatlichen Nutzer im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen, und in Summe war die Aktie trotz dessen 16% im Minus. Da ist ja immer wieder dieser Drang hin zum Podcast-Geschäft, was profitabler sein soll. Das ist eigentlich auch das Pferd, auf das Spotify jetzt langfristig setzt, und da ist einfach spannend zu erfahren, wie das in Zukunft sich weiterentwickeln wird. Dann der große Chip-Konzern Intel, der ein bisschen in Straucheln geraten war, kann man so sagen, dann einiges an Kosten und an Business-Reduzierungen vollzogen hat, viele Geschäftsbereiche eingestampft hat, hat jetzt positive Quartalszahlen vorgelegt, einen Gewinn erzielt von 1,5 Milliarden Dollar. Da machen sich insbesondere jetzt die Kosteneinsparungen schon deutlich bemerkbar. Man hat schon mehr geschafft, als man eigentlich selber prognostiziert hatte, und befindet sich da gerade auf einem guten Weg. Insgesamt möchte man ja so 3 Milliarden Dollar an Kosten einsparen, den Kern wirklich auch auf seine Kernkompetenzen setzen. Und ja, die Aktie ist daraufhin 8% gestiegen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Intel gesagt hat, ja, sie profitieren vielleicht nicht so stark von diesem
KI-Boom, wie jetzt vielleicht Nvidia oder AMD das tun könnten in der Zukunft, weil viele dann doch ja wirklich auf sehr spezialisierte Chips zurückgreifen. Und Intel sagt trotzdem aber, dass diese Nachfrage, die ja sehr eingebrochen ist am Personal Computer Markt für die ganz normalen Personal Computer Chips, dass diese Nachfrage sich vielleicht wieder ein bisschen schneller erholen könnte als gedacht. Sie ist trotzdem noch im Keller und deshalb ja 8% die Aktie im Plus. Wir blicken aber noch weiter, es ist nämlich noch wirklich viel los gewesen. Meta hat Zahlen vorgelegt, die waren deutlich besser als erwartet. Man profitiert hier weiterhin wieder vom positiven Momentum am Werbemarkt, das zieht da auch wieder so ein bisschen an. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr, der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr und dementsprechend stieg auch jetzt wieder die Aktie, die trotz dessen schon in den letzten Monaten ja eine sehr positive Performance erzielen konnte. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so positiv war, dass dieser neue Dienst Threads, den Meta jetzt rausgebracht hat, dass der vielleicht nicht ganz so gut läuft, wie man sich das erhofft hat. Also 50% sind da der Nutzer, die sich bisher angemeldet hatten, schon wieder von Bord. Mal gucken, wie sich das jetzt langfristig entwickelt. Ähnlich lief es bei Alphabet, also dem Mutterunternehmen von Google. Auch die haben von dem positiven Momentum am Werbemarkt profitiert. Auch die Cloud-Sparte hat sich hier positiv entwickelt, insbesondere eigentlich in diesen ganzen Segmenten, die Alphabet ausweist, auch in YouTube, was ja lange das Sorgenkind war, da hat man auch ein positives Momentum gesehen. Also in Summe sehr gute Quartalszahlen und die Aktie ist daraufhin 6% gestiegen. Ähnlich war es bei McDonald's, auch da, das hatten wir ja auch schon öfter besprochen, hat sich wieder gezeigt, dass man rezessionsresistent ist und dass viele ja trotz vielleicht weniger Geld oder weniger Geld in den Hosentaschen trotzdem noch zu McDonald's gehen und das hat das Unternehmen wieder mit sehr positiven Quartalszahlen unterlegt. Der Umsatz ist gewachsen, man konnte Preiserhöhungen durchsetzen und dementsprechend ist auch der Gewinn gewachsen. Die Aktie, ja, 2% im Plus, man kennt das von McDonald's, da kann man das schon ganz gut prognostizieren. Und etwas schlechter lief es bei Microsoft, da hat man die ja, Quartalsergebnisse übertroffen, halt auch die Markteinschätzungen übertroffen, aber ja, die Prognose für die Zukunft ist vielleicht nicht ganz so rosig, also auch die Cloud-Sparte, die sich jetzt noch gut entwickeln hat, sollte sich so in der Zukunft vielleicht so ein bisschen verlangsamen, das ist das, was Microsoft zumindest für Bedenken hat. Da muss man sagen, die Aktie ist auch seit Jahresbeginn sehr, sehr gut gelaufen und dementsprechend jetzt wieder ein Stück zurückgekommen. Das so zu den Quartalsergebnissen. Wie gesagt, es gab einige rechts und links, nicht nur zu denen, die wir ja aufgelistet haben. Es war auch noch viel rechts und links los, aber das waren die wichtigsten und wir werfen nochmal einen Blick in unser Mitgliederdepot. Da kaufen wir immer die Titel rein, die wir hier vorstellen und die ihr vielleicht ganz spannend findet für unser Demo-Depot hier und man kann sehen, diese positiven Entwicklungen, die wir seit der letzten Woche am Markt gesehen haben, die haben sich bei uns auch im Depot wiedergespiegelt. Wir sind jetzt hier in Summe knapp 10%, 11% im Plus, seitdem wir dieses Depot gestartet haben. Wir haben jetzt noch 42.000 Euro zum Investieren und in Summe kann man eigentlich sagen, haben wir hier sehr, sehr viele positive Trends mit abgebildet. Straucheln sind immer noch die altbekannten wie BioNTech, ja, Bonovia, die hier oben noch so ein bisschen kämpfen und auch Shimano. Positiv dafür auch unsere letzten Einkäufe hier in dem Depot. Also wenn man von oben runter geht, sieht man, die haben sich trotz der jüngsten Käufe sehr, sehr positiv entwickelt. Mal gucken, wie das hier in Zukunft weitergehen wird. Ich habe es gerade eben schon angekündigt. Wir werfen einen Blick heute auf Visa. Und Visa ist ja so eines der großen Unternehmen im Kreditkartenmarkt. Man hat einen Marktanteil von fast 40 oder bis fast 50%. Ich glaube, es sind 48-49% in Summe am Gesamtkreditkartenmarkt. Und wer sich eigentlich mal gefragt hat, ja, wo kommt Visa eigentlich her? Die wurden ursprünglich mal gegründet aus einem Programm von der Bank of America. Die hat ja so ein eigenes Kreditkartenprogramm. Das hieß vielleicht damals noch nicht ganz so, sondern es hieß damals Bank America Card, das haben die auferlegt und es war erst eine ganze Zeit lang unter dem Mantel von der Bank of America, bis man es halt irgendwann abgegeben hat, damit sich das weiter verbreiten kann, weiter managen kann. Es gab dann verschiedene Regionen, es gab Visa Europe, Visa Kanada, Visa USA,
also verschiedene Gruppen, die sich da entwickelt haben und dieses Kreditkartennetzwerk aufgebaut haben. Und das hat sich irgendwann so ein bisschen gewandelt. Dann kam es nämlich 2006 zu den Plänen für den IPO. Und in diesem IPO wollte man alle Holdings quasi wieder unter einen Mantel führen. Das hat soweit auch geklappt. Also International, USA, Kanada, das ist alles wieder zusammengeflossen. Nur Europa blieb erstmal noch außen vor und ist dann erst so im Zuge danach 2016 mit in das Unternehmen eingegliedert worden. Nichtsdestotrotz ist Visa immer noch eines der größten Unternehmen überhaupt, aber auch eines der größten Kreditkartenunternehmen. Wie gesagt, fast 49%, 50% Marktanteil. Danach folgend sind eigentlich insbesondere Mastercard und ja, dann folgen eigentlich schon die kleineren Kreditkartenunternehmen wie Diners Club, American Express, die eventuell auch andere Geschäftsmodelle haben. Die große Frage ist so, ja, wie verdienen die eigentlich Geld? Also viele können sich natürlich vorstellen, es gibt irgendwie Gebühren und die Gebühren werden dann vereinnahmt. Aber ihr kennt das, viele haben Visa-Karten, aber von unterschiedlichen Banken. Und das ist auch Teil des Geschäftsmodells von Visa. Wenn man nämlich mal ein bisschen reinguckt und sich überlegt, okay, wie ist eigentlich so ein Prozess, wie Geld verdient wird bei den Kreditkarten, dann sieht man ganz oben, das ist der Kunde, der Geld ausgibt, der Geld bezahlt. Der bezahlt quasi beim Händler und ja, der Händler kassiert dafür die Kohle. Ein Teil davon, was der Kunde für diese Kreditkarten zahlt, geht aber an diese Kreditkartenbank. Also an die Bank, wo man seine Kreditkartengebühren zahlt, wo man Gebühren zahlt für etwaige Zinsen, die man mit der Kreditkarte aufnimmt, Kredite, die man aufnimmt und, und. Und man zahlt natürlich einen Teil von diesem Geld, was an dem Shop geht, als Anteil an die Bank des Händlers, kann man so sagen. Also hier wird Geld verdient, hier wird Geld verdient und man muss sagen, diese Händlerbank muss einen Teil davon wieder abgeben an die ausgebende Bank. Also hier werden so ein bisschen Gebühren aufgeteilt und jeder nimmt sich immer so einen kleinen Teil des Kuchens ab. Am Ende sieht man aber, führen all diese Wege zu den Kreditkartenunternehmen, also in dem Falle zu Visa oder Mastercard, die nämlich diese Kreditkarten ausgeben. Das heißt, die geben die Karten aus, kassieren dafür Gebühren und kassieren zusätzlich überall Anteile von dieser Transaktion, die der Kunde eigentlich im Shop tätigt. Und dieses Modell führt dazu, dass Visa ja eigentlich selber gar keine Pflichten hat rund um das Management des Kunden am Endpunkt oder um des Händlers am Endpunkt, sondern nur Pflichten hat gegenüber seiner ausgebenden oder lizenzierten Banken. Und da die Pflicht hat, halt diesen Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten, das Schöne daran ist, dabei entstehen relativ wenig Kosten. Man kann sich das sehr gut vorstellen, eine Kreditkarte jetzt auszugeben, beziehungsweise diese Lizenz auszugeben, verursacht im ersten Moment bei Visa jetzt vielleicht keine hohen Kosten. Aber das führt dazu, dass man das Geschäftsmodell gut skalieren kann. Und wie gut skalieren kann, sieht man ungefähr in dieser Übersicht hier von 2021 von Visa. Und da sieht man, dass man in über 200 Ländern aktiv ist mit 15.000 Finanzinstituten zusammenarbeitet, 4,2 Milliarden Karten ausgegeben hat weltweit, 14,3 Billionen an Transaktionsvolumen umgesetzt. Also man sieht, es sind gigantische Summen, die so bei einem Kreditkarteninstitut herumkommen. Und das hat man auch in den letzten Quartalsberichten und Jahresberichten gesehen, die sind nämlich alle von eigentlich immer mehr Wachstumsraten gezeichnet gewesen und das sieht man auch, wenn man in die Wachstumsraten der letzten Jahre guckt, beziehungsweise von 2022 bis 2023, die sind jetzt hier aus dem letzten Quartalsbericht und hier sieht man, dass man natürlich einen sehr positiven Trend hatte, wenn man jetzt in diese Boomzeit aus Corona blickt oder aus den Ausläufen von Corona, wo viel online gekauft wurde, wo viele Transaktionen online abliefen. All das hat natürlich zusätzlich das Geschäft beflügelt, wenn online kann man nun mal nicht bar zahlen, sondern nur mit Kreditkarten zum Beispiel oder anderen Zahlungsmethoden, also irgendwie digital. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man hier sehr, sehr hohe Wachstumsraten hatte. Die sind allerdings ja so langsam wieder zurückgekehrt, wie sich auch das normale Alltagsleben wieder zurückgekehrt hat aber dazu geführt, dass man trotzdem noch in einem Wachstumsbereich ist. Das heißt, man ist hier nicht in negative Wachstumsraten gerutscht, sondern ist immer noch in positiven Trends. Und das hier ist das gesamte Payment-Volumen in den USA, was hier abgezeichnet wird. Und es zeigt einfach diese unglaubliche Präsenz
der Kreditkarten und des Volumens, des Payment-Volumens, das hier umgesetzt wird. Und das wird auch nochmal deutlich, wenn wir wirklich in ja, das Geschäft von Visa einmal reinblicken. Ich habe es ja gerade eben angekündigt, ist damals in diesem Konglomerat von Bank of America entstanden, 1958, 26.500 Mitarbeiter mittlerweile, weltweit aktiv, fast 500 Milliarden Dollar schwer, also sehr, sehr groß. Und den Großteil ja, dieser 500 Milliarden Dollar, der wird natürlich dadurch abgebildet, dass man enorme Umsätze und Gewinne auch erzielt. Das sind jetzt die des letzten Quartals 2023. 8 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Quartal, 4 Milliarden Dollar Gewinn. Also ihr seht sehr, sehr hohe Margen. Und das verdeutlicht noch, sich nochmal, wenn man sich die verschiedenen Bereiche wirklich anguckt. Generell verdient Visa in ja eigentlich drei, vier großen Bereichen das Geld. Der erste Bereich ist so das Data Processing, also da all das, was rund um den Service dieser Zahlung ist, also wie autorisiert sich der Kunde, wie kann er supported werden, wo erhält er Informationen, wie kann das beim Händler aufgesetzt werden. Also all diese Services machen einen großen, großen Teil des Umsatzes aus. Der zweitkleinere Teil sind ungefähr 34% des Umsatzes, der wird durch diesen klassischen Netzwerkgebühren Gedanken getragen, also Gebühren, die wirklich über die Transaktion an Visa getragen werden. Also ich zahle und ein Teil des Geldes bleibt wieder am Ende bei Visa hängen. Das ist der zweitgrößte Anteil. Und der dritte größte Anteil ist dann, wenn das Ganze nochmal internationaler wird. Das heißt, wenn ich internationale Transaktionen gestalten möchte, dann gibt es ja immer wieder zusätzliche Prozesse, die noch aufgesetzt werden. Ihr kennt das, wenn Zahlungen länderübergreifend stattfinden, ist das nochmal so ein zusätzlicher Effekt. Auch da ist in den letzten Jahren sehr, sehr starkes Wachstum aufgekommen. Dadurch, dass natürlich auch durch diese Vernetzung, diese Lieferprobleme und man muss immer mehr aus fernen Ländern bestellen, sind natürlich auch diese Gebühren gestiegen und ja, davon profitiert am Ende Visa. Und ja, das letzte Geschäftsbereich ist eigentlich der Bereich, wo man so diese ganz klassischen zusätzlichen Dienstleistungen und Gebühren von Banken aus dem Lizenzsystem verdient. Das Ganze hat sich sehr positiv entwickelt. Man sieht es ja im Umsatzwachstum, im Gewinnwachstum und man sieht es auch in der Kursentwicklung. Der hat sich nämlich in den letzten Jahren so um 10 Jahren ungefähr um 600% gesteigert. Und trotzdem sagen viele, dass die Aktie eigentlich noch unterbewertet ist. Das ist natürlich immer relativ, aber wenn man auf das KGV hier von 30 guckt, dann ist die Aktie nämlich eigentlich schon ziemlich, ziemlich teuer. Allerdings, wenn man, wie gesagt, auf die Historie guckt, dann sieht man, man hat eine Marge von 50%, ein Umsatzwachstum von 12%, ein Gewinnwachstum von 22%. Also alle Zahlen, Daten, Fakten drehen eigentlich in die richtige Richtung und dementsprechend sind die Aktien auch oftmals so teuer. Verdeutlicht, warum das so ist, zeigen vielleicht nochmal so einen Blick in die letzten Ergebnisse des Umsatzes. Also man sieht es hier, diese verschiedenen Units, die ich gerade eben angesprochen habe, also Service Revenues, diese Data Processing, diese Netzwerkfees, die International, die anderen, all diese Revenues sind um 15, 15, 14 und 15% gewachsen. Also der Gesamtmarkt wächst für Visa, was einfach an dem Gesamttransaktionsmarkt liegt. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn das Netzwerkvolumen wächst, dann verdient Visa an ganz vielen Ecken mit und dementsprechend wächst man auch sehr gleichmäßig. Was man aber auch sieht in diesem Part ist, dass diese Client Incentive um 23% gestiegen sind. Was steckt da eigentlich drin? Das ist das, was Visa immer mal wieder an Ausgaben hat, um ja, ihre eigene Karte möglichst spannend zu machen. Also Vergünstigungen für den Einsatz von Visa-Karten, einen Bonus, also bestimmte Kampagnen am Ende, um ja, die eigene Karte möglichst spannend zu machen. Das hat dazu geführt, dass man in Summe zwar 15% gewachsen ist, aber natürlich der Gesamt-Nettoumsatz, der am Ende übrig bleibt, ein bisschen weniger stark gewachsen ist, weil man halt überproportional viel ausgegeben hat für diese Client Incentives. Allerdings 15% Umsatzwachstum auf so einem hohen Niveau ist natürlich schon ganz schön viel und hat am Ende
trotzdem dazu geführt, dass man diesen sehr, sehr hohen Gewinn in Höhe von fast 4 Milliarden Dollar erzielen konnte im letzten Quartal. Werfen wir nochmal zum Abschluss einen Blick auf diese Pro- und Kontraliste. Visa hat auf der Pro-Seite ja einen Marktanteil von knapp über 50%, je nachdem, was man genau betrachtet. Wenn man sie Kreditkarten betrachtet, ist man ungefähr bei 49%. Wenn man aufs Transaktionsvolumen achtet, muss man sich auch nochmal mit anderen Unternehmen streiten. Wenn man an dem Kreditkartennetzwerk bleibt, ist man aber fast noch ein bisschen besser dargestellt. In Summe ist es auch nicht so wichtig, ob es 49, 48 oder über 50 sind. Man sieht, man hat einen extrem hohen Marktanteil in dem trotzdem sehr umkämpften Markt. Dadurch hat man auch extrem gute Skaleneffekte. Also jedes Processing von jeder weiteren Transaktion kostet das Unternehmen eigentlich kaum was mehr. Man hat nicht viel mehr Arbeit, weil man ja nur Daten elektronisch verschickt. Man hat dieses Netzwerk aufgebaut und umso mehr Transaktionen auf diesem Netzwerk laufen, umso besser für das Unternehmen. Und ihr habt es ja gerade eben gesehen, man profitiert an extrem vielen Stellen davon. Man ist mit 4,2 Milliarden Zahlungskarten auch extrem breit aufgestellt, also im gesamten globalen Markt aufgestellt und damit auch sehr breit diversifiziert. Also meistens ist es ja so, in irgendeiner Region läuft es besser und in der anderen wieder schlechter und dann verschiebt sich das Wachstum und Visa profitiert in dem Fall einfach, dass man einfach überall präsent ist. Das ist aber auch so ein bisschen die Kontraseite, denn natürlich ist irgendwann auch der Markt gesättigt. Das heißt, irgendwann hat jeder eine Kreditkarte, jeder eine Bankkarte und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich weiter wachsen, wie kann ich weiter mein Netzwerk ausbauen. Ihr habt das gesehen, es gibt immer wieder zusätzliche Service-Leistungen, die man anbietet. Man macht bestimmte Incentives, um vielleicht auch Marktwettbewerber aus dem Markt zu drängen und, und. Allerdings ist das natürlich ein großer Kontrapunkt. Zusätzlich hat man auch öfter mal regulatorische Probleme, muss sich natürlich immer wieder mit den Behörden auch der einzelnen Länder und Regionen auseinandersetzen. Das kann immer mal wieder dazu führen, dass man auch vielleicht mal eine Strafe bekommt. Und auf der unteren Seite kann man auch sagen, dass Visa sehr stark im Markt vernetzt ist und global von Wachstums profitiert. Wenn das Wachstum der globalen Wirtschaft allerdings sinkt, auch dann macht sich das bemerkbar für das Unternehmen. Was da vielleicht der größte Kontrapunkt ist, der hier aber noch nicht draufsteht, der aber absolut wichtig zu wissen ist, ist, dass natürlich so ein attraktives Geschäftsmodell, wie wir es gesehen haben, mit 50% Profitmarge, sehr hohen Grossmargen, sehr beständigem Wachstum, abhängig von der Gesamtwirtschaft, die ja immer noch sehr stark wächst, vielleicht nicht in Europa, aber auf dem Gesamtglobus schon. All das ist natürlich ein Geschäftsmodell, wo viele drauf gucken und sagen, okay, wie können wir davon eine Scheibe abhaben? Und insbesondere die großen Technologiekonzerne dringen da immer mal mehr in den Markt vor. Wir kennen das durch Apple Pay, wir kennen das durch Amazon Pay, es gibt das Ganze auch von Alipay, PayPal gibt es auf den Markt. Also es gibt immer wieder Marktteilnehmer, die mit leicht anderen Geschäftsmodellen versuchen, in diesen Markt einzudringen. Und die kaufen sich immer mehr und mehr Marktanteile dazu. Auch wenn viele trotzdem noch auf das Visa-Zahlungsnetzwerk zurückgreifen, gibt es dann natürlich auch das Potenzial, dass die sagen, okay, warum machen wir es nicht irgendwann selbst? Warum bauen wir nicht dieses eigene Netzwerk und haben dafür nicht mehr die Gebühren von Visa? Dementsprechend ist noch vielleicht die Apple Pay, bei Apple Pay die Kreditkarte hinterlegt, aber irgendwann könnte man ja vielleicht auch so einen eigenen Zahlungsdienst dort von dem Unternehmen erwarten. Das zum Unternehmen Visa. Steffen hat gerade gefragt, welche Rolle spielen Kryptos bei Visa? Das ist eine gute Frage. Kryptos sind ja immer wieder ein Thema, auch für den Gesamtzahlungsverkehr. Und man kann so sagen, wie für alle Banken, auch bei Visa so auf der einen Seite eine Chance, wo man irgendwie dabei sein will, moderner Finanzmarkt. Man möchte auch in diesem Finanzmarkt wieder mit einsteigen. Allerdings ist es natürlich ein ganz eigenes Zahlungsnetzwerk. Und wenn wir jetzt mal in der Zukunft sprechen würden und überlegen würden, okay, wir haben keine Visa, keine Kreditkarten mehr, sondern alles läuft nur noch über Payment, über Cloud, über Wallets ab, über die Cloud und. Dann ist es natürlich so, dass Visa davon sehr, sehr stark getroffen werden würde, weil genau dieser Markt wegfällt, die Gebühren fallen weg und man hätte einen Markt, der ja eigentlich ganz separiert neben diesem klassischen Bankenmarkt und Finanzzahlungsdienstsektor bestehen würde. Ja, das würde am Ende natürlich dazu führen, dass man bei Visa starke Probleme hätte. Das heißt, man hat da mal schon den einen oder anderen Vorstoß gewagt.
Da es aber relativ ruhig ist jetzt um diese Kryptowelt und alles in Richtung KI gerade sich bewegt, es ist da relativ ruhig geworden und man muss sagen, Visa weist da nicht einen separaten Bereich aus, wo man aktiv ist oder was man an Zahlen sehen kann, gerade im Kryptomarkt. Ist aber eine spannende Frage, der man sich nochmal intensiver widmen könnte. Ihr kennt das Ganze, ich starte einmal die Umfrage und ihr könnt dann entscheiden, ob wir Visa mit in unser Depot nehmen oder nicht, zumindest hier in dieses Market Roundup Depot. Und ich mache in der Zeit nochmal weiter, denn ich habe es ja angekündigt, nach dieser Woche sind 80% der Quartalszahlen rum und dementsprechend steht einiges an Quartalszahlen an. Wir haben AMD, wir haben Pfizer, wir haben SolarEdge, Uber, PayPal, wir haben Mercado Libre, Kraft Heinz, also wir haben alles von Technologie über Pharma, über Solartechnologie, über Fahrtdienstleister, über Zahlungsdienstleister, über E-Commerce bis hin zu klassischen, zyklischen beziehungsweise auch teilweise antizyklischen Produkten. Also wenn wir jetzt in Richtung Kraft Heinz blicken, dann haben wir Amazon, wir haben Apple, Airbnb. Also das hier sind wirklich nur die Großen, die die Woche noch anstehen. Wir haben noch Robinhood, Shopify, wir haben Lufthansa, BMW, Infineon, also einiges an Quartalszahlen, die diese Woche anstehen und dementsprechend wahrscheinlich auch den einen oder anderen Impuls am Markt. Es wird, glaube ich, eine spannende Woche für die Märkte. Wir haben natürlich den Fokus auf auch noch andere Geschäftszahlen, die anstehen. Wir haben wieder die erste Woche des Monats. Das ist immer wieder die klassische Woche, wo auch sehr viele weitere Wirtschaftsindikatoren rauskommen. Arbeitsmarktdaten kommen raus, also eine Woche, die potenziell viel Bewegung haben kann. Hier ist es nochmal verdeutlicht, Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, aus den USA, nochmal ein Zinsentscheid, Einkaufsmanager-Indizes, also viel, viel Momentum. Was steht bei uns diese Woche noch an? Wir haben eine Investmentwerkstatt in der nächsten Woche, da werden wir uns auch den Zahlungsdienstleistern mal widmen, die Zahlungsdienstleister wirklich in der Branche vergleichen, also mit Mastercard, mit PayPal und American Express haben wir uns auch schon mal angeguckt. Da wird es um den Kampf gehen, wie sieht wirklich der Kampf in der Zukunft aus, wie sehen die Märkte in der Zukunft aus. Diese Woche haben wir aber noch eine Aktienwerkstatt mit dem Live-Bewertungsschema, da gucken wir uns immer gerne wieder Aktien an, auch Aktien, die ihr vielleicht vorschlagt. Wenn ihr da Ideen habt, gebt sie gerne an uns weiter und wir gucken uns das Ganze live am Donnerstag an um 16.45 Uhr. Diesmal nicht mit Christoph, aber wir werden zu zweit sein, wahrscheinlich dann am nächsten Donnerstag. Die Tendenz, würde ich sagen, zur Umfrage von Visa ist gerade ziemlich positiv. Ich warte noch mal ein paar Stimmen ab, da tropfen gerade immer noch wieder welche rein. Wenn sonst keine Fragen mehr bestehen, dann sage ich danke, danke und wir sehen uns am nächsten Donnerstag. Bis dahin, ciao.